Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Resort mit Mike und Und mit Mulenia. Hallo. Hallo. So. Türchen. Türchen, genau. Ich habe ein Türchen hier, ein Holzfalltürchen. Aha. Super. Und ein Trüchen habe ich auch. Ein Trüchen. Und ein Büchchen und ein Äpfelchen und ein Häkchen und noch ein Häkchen und noch ein Häkchen. Ein Kekschen, Eisenchen, ein Schüsselchen. Hast du auch ein Wölkchen? Ich habe Schneebälle und ein Marshmallow. Zählt das? Ja. Ist okay. Zack, weg Ware. Da hat der Server gerade geleckt und schon wieder. Mhm. So Kram. Hatten wir nicht gerade im letzten Part ja. Das Thema, wenn es ruckelt? Genau. Ja, ja. Das sind genau die Dinge, die mich stören. Hallo. Das Streichergehege können wir eigentlich als nächstes machen, finde ich. Katalogurisieren. Im Streichergehege steht noch ein Amboss. Amboss, Streichergehege. Oder habe ich doch noch ein bisschen was zu tun? Nacharbeit. Ja. Das war aber ja zu erwarten und das war ja klar eigentlich auch. Stopp, du bist zu weit gefahren. Ja. Weißt du, mein Auto ist so schnell. Mhm. Ja, es ist mir aufgefallen. Ja. 13. 13. Ja, ich weiß, dass es die 13 ist. Ich wollte den Vortritt lassen, aber ich bin dran. Guck mal. Oh. Ganz viel Zeug. Oh, Kürbiskuchen. Kürbiskuchen, oder? Habe ich auch nicht schon genug von. Willst du nicht? Behalten? Nein, ich habe okay. Hab genug Kürbiskuchen. Klar. So, Bauplan 13. Du sagst mir wieder die Koordinaten an. Minus 4. Ja. 83. Nicht so schnell. 8. 3. Gut, das ist ein schönes Tempo. 2. 6. Nicht so schnell! 6. Ja, da kommt doch kein Mensch hinterher. Das erinnert mich so an Dings, an Zoomania. Zoomania. Ja, genau, die Faultiere. Ah, die sind cool. Ha. 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 Ja, genau. Ha. Ja, die sind richtig cool. Jo. Auf jeden Fall. Da. So, dann gucken wir mal. Ja. Was du da jetzt. Wie ist noch der Film, den wir gesehen haben jetzt? Max, ne? Max. Gestern meinst du, ja? Gestern, genau. Das ist auch ein schöner Film. So, wenn ihr Interesse an Hunden habt, dann könnt ihr doch mal nach dem Film gucken. Der heißt einfach nur Max. Da geht es um einen Militärhund. Also um einen Soldatenhund. Ich weiß nicht, es gibt halt Soldaten, die sind Hundeführer. Habe ich eigentlich gar nicht gewusst, dass Hunde auch im Einsatz sind. Ja, aber das sind halt Spürhunde, ne? Genau, es kommt halt, weil ich mich einfach für die Thematik Krieg nicht wirklich interessiere, beziehungsweise mal ganz weit weglaufe, wenn es um Krieg geht. Und ja, aber der Film lohnt sich wirklich. Also wenn ihr da mal ranlauft oder so, dann könnt ihr euch den mal angucken. Das ist wirklich gut. Ja, der ist wirklich nett. Habe ich gut ausgesucht. Hast du gut ausgesucht, ja, ganz fantastisch. So. Eigentlich ist das eine Aufgabe, die du machen kannst, hier. Was denn? Jetzt ist richtig. Über die ganzen Enderstäbe, so wie hier, immer drüber, immer verbinden. Okay. Das kannst du. Ja, das sollte ich hinkriegen. Dann mache ich hier nämlich die Umrundung. Die Umrundung? Umrundung. Huch. Die Umrundung, wenn du mal. Genau. Zack. Zack. Umrundungereihe. Ja, so langsam wird es hier auch richtig,
richtig groß, ne? Also richtig hoch. Ja. Muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt. Ja. Ja, manchen Seiten schon. Auf jeden Fall. So. Ich brauche noch mehr. Musst du dir was holen? Ja, ich komme ja schon. Bin ja schon unterwegs. Oh. Wo bist du? Na, hier. Wo? Ich stehe genau vor dir. Du stehst in dem Dings drinne. Ach so. Deswegen sehe ich dich nicht. Aha, okay. Hier. Mehr kann ich stehe im Bauplan, geben. Meinst du, ja? Ja, genau. Ja, gut. Dann wird das wohl reichen, wenn du mir nicht mehr geben kannst. Ja, ich hoffe. Ich gehe mal einfach nicht davon aus, aber ich hoffe es sehr. Du gehst nicht davon aus, dass es reicht? Nee. Also, sagen wir es mal so, ich würde mich nicht wundern, wenn sich mal der Fehlerteufel hier eingeschlichen hätte. Boah, so, ich bin fertig. Zwei Stück habe ich noch da. Eins, zwei. Hier ist ein roter, genau. Das ist nämlich eigentlich ein Fehler. Aber der gehört dahin und hier fehlen zwei. Hier habe ich noch welche vergessen. Ich habe mich schon gefragt, wo die zwei noch hingehören. So. Jetzt. Ja, gut, dann passt alles, genau. Hier hatte ich wieder mit dem Bauplan missgebaut. Ist ja egal, der gehört da ja aber hin. Ja, genau. Das habe ich nachträglich dann noch geändert. Korrigiert. Korrigiert. Genau. Korrigariert. So. Dann gehen wir jetzt ins Streichelgehege und katalogisieren die, ne? Mhm. So ist der Plan. Schön wäre, wenn man die Bücher, den Büchern einen Namen geben könnte. Kann man die umbenennen in einem Amboss? Ohne die zu signieren. Ich probiere das mal. Das könnte sein, ja. Im Streichelgehege steht ja noch der Amboss. Den können wir ja mal benutzen. Ja, einfach so. Einfach so. Obwohl der eigentlich gar nicht da ist. Wir machen einfach die Augen zu, während ich den benutze. Ja. Und die Ohren zu, wenn du was rausnehmen solltest. Ich kann sowieso eigentlich gar nicht den benutzen, denn ich habe überhaupt keine EPs. Ach ja, ich Hast auch Hast du nicht. In irgendeiner Weise EPs? Nee. Auch nicht. Nee, ist ja alles... Aber es wäre schön zu gucken, ob es überhaupt funktioniert. Ist ja alles neu. Ja. So. Also man kann es reintun. Und man könnte es theoretisch umbenennen. Das ist doch schön. Dann können wir doch die Bücher einfach umbenennen und dann brauchen wir die nicht signieren oder so, weil das geht ja sowieso nicht. Ja, das ist eine ganz tolle Idee, genau. Okay. Und hier würde ich die Kiste einfach Ach so, brauchen wir gar nicht. Hier hinpacken. Nö? Ja. Den Korbel lasse ich jetzt da unten drin liegen. Ist mir egal. Oh, jetzt hole ich ihn doch. Ist mir egal. So, ne? Hast du ganz toll gemacht. So, du sagst an, da brauche ich aber auch dann die Tierart, weil das ist ja hier gemischt. Ja, du sagst, wenn du soweit bist. Ich bin soweit. Bist soweit. Dann fange ich mit dem Schwein an. Schwein. Mache ich erstmal nur Schweine am besten. Haben wir Schnitzel. Schnitzel. Wieder, warte. Mittlerweile ist ja schon eigentlich der 13. für euch, ne? Ja. Der 11. Ja, bei uns ist noch der 11. genau. Noch ein Schwein? Piggy. Oh, ich habe Schwien geschrieben. Schwein. Ein Schwien. Es sind nur zwei, glaube ich. Piggy, ne? Mit Y, ne? Ja, ich glaube, meine, ja. Warte mal kurz. Ja. Es sind nur zwei Schweine, ne? Ja. Ja, dann sind Schweine durch. Dann machen wir jetzt mit den Schafen weiter. Es ist ja auch nichts anderes mehr als Schafe, oder? Nee, nee. Dann haben wir Little Pinky. Little Pinky. Ja. Und Blümchen. Blümsche? Mhm. Oh, ich habe vergessen, Schaf zu schreiben. Schaf. Und... Blümchen. Mhm. Und Mirabelle. Ja. Mirabelle. Ja. Mirabelle. Gut. Fünf Tiere im Gesamten, genau. Okay. Gut. Dann kann das Buch da rein und dann, deshalb benennen wir einfach die Bücher um, damit wir die auch zuordnen können, weißt du? Damit wir wissen, okay, das ist das von der Streichelwiese, das ist das von woanders. Vom Hühnergehege, vom Schafgehege, vom Kuhgehege. So, ich werde jetzt mal eine Marshmallow essen, was hältst du denn davon? Ja, ich schließe mich dir an.
Yum, 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 yum. Mm. Na, viel gebracht hat das nicht. Dann esse ich noch einen Keks. Ich esse noch einen zweiten Marshmallow. So. Okay. Jetzt habe ich zwei Eisenstäbe. Ja, die habe ich auch. Ich würde gerne mal den ganzen Kladderadatsch ins Lager runterbringen. Mhm. Und nochmal gucken, wir haben noch zwei Bücher, ne? Ja. Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. So, das ist weg. Asche und Stäbe, das packen wir eigentlich hier in den Raum, in den Modraum. Den Modraum? Mhm. Mal einfach da irgendwo rein. Ist egal erstmal, das muss auch nochmal sortiert werden. Haben wir auch noch so viel Zeug drin. Eier, Eier, Eier. Ja. Das heißt, wir brauchen... Achso, Bücher sind ganz hinten im Raum bei dem Verzaubertisch da in der Doppeltruhe. Kannst du da nochmal reingucken? Bitte? Ja, hier steht ja gar nicht Modraum. Nee, steht da nicht. Das wird nochmal alles irgendwann vielleicht gemacht. Doppeltruhe? Ja, eine Doppeltruhe. Ah, da. Nee, aber das sind... Ist schon ein verzaubertes Buch? Das sind alles verzauberte Bücher. Du bist auch falsch. Achso. Vor... Ach, davor, da. Genau. Buch und Feder. Buch und Feder. Und zwei Stück noch, ja? Ja. Hm. Trank der Heilung und... Getränke brauchen wir nicht. Feuerresistenz. Ja, das Ding ist, wir bräuchten ja dann natürlich Tintensäcke oder eben Bücher zum Kaufen, aber der Buchladen in Oakville und der Schreibwarenladen, der ist ja zu! Ja, immer noch. Ach ja. Also echt schlimm manchmal. Manchmal schon. Gut, aber das kriegen wir auch irgendwie alles. In Ruhe, ist dunkel. Sei. Manchmal machen wir die Esel. Ja. Das sind auch nur, glaube ich, drei Stück oder so. Die können wir auch relativ schnell machen. Gut. Und die Kühe sind auch wenig, also viele Schafgehege. Ich kann dir sagen, verdammt sind da viele Kaninchen drin. Im Schafgehege? Ja, es wird Zeit, dass wir das Kaninchengehege dann auch wieder in Angriff nehmen. Mhm. Sollten wir vielleicht, ja, vielleicht mal gucken, dass wir dann da... Die Betthöhle muss auch immer noch gemacht werden. Aber ich finde erstmal wichtiger, jetzt die Tiere, die schon im Resort sind, vernünftig unterzubringen. Ja, natürlich. Denn, Dings haben wir ja nicht. Na, genau. Fledermäuse. Oh Mann, ey. Ja, so ist das. Na, hast du noch was entdeckt? Nö. Achso. Nein, nein, das ist nur... Nur so. Gut. Okay. Hier. Was denn? Da. Buch? Buch. Und Buch. Da. Was? Wo? Ah, noch ein Buch. Ja. Die liegen hier so rum. Okay. Okay, wie viele Viecher müssen das denn sein? Weißt du das? Ich glaube, es sind drei. Gut. Naja, ich denke, die ersten kannst du ja sowieso nicht wissen. Also Storm. Storm. Ja. Dann haben wir Selma. Mhm. Ich nehme an, Luis auch. Selma. Lana. Lana, das Lama. Jetzt habe ich da überall noch. Lana. Okay, das waren sie schon, ne? Denn wir hatten noch Johnny hier und Annabelle und die sind ja raus aus dem Gehege hier. Mhm. Genau. Müssen wir demnächst auch mal wieder vermehren. Ja. Aber mit dem Tier vermehren möchte ich aus gutem Grund noch ein bisschen warten. Mhm. So, Truhe rein. Ja, toll. Welches Buch ist denn das jetzt? Das, okay. Buch rein. Falltür. Hast du eine Axt? Ja. Könntest du mir den Zaun kurz wegachsen? Dankeschön. So, fertig. Super. So, dann haben wir die Esel auch. Das ist doch schon mal okay. Ganz hervorragend. Finde ich, haben wir doch schon ganz gute Arbeit geleistet. Ja. Ich habe schon wieder Hunger. Ach, na sowas. Mhm. Ja, so ein bisschen Dings hält auch nicht lange vor, ne? Nee, das stimmt. So ein bisschen Marshmallow. Ja. So, als nächstes machen wir dann die Kühe. Mhm. Ja. Allerdings würde ich jetzt dann erstmal den Part beenden. Okay.
Und im nächsten machen wir dann Türchen und die Kühe. Juhu. Gut, also dann bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.